Hallöchen alle zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Video-Review von mir. Und dieses Mal geht es um Ant-Man and the Wasp, beziehungsweise ich kürze jetzt einfach mal ab, Ant-Man 2, der seit einer Woche ungefähr im Handel ist. Entschuldigung für die Verzögerung, es hat ein paar Lieferprobleme gegeben. Trotzdem ganz, ganz lieben Dank an Walt Disney für die Zurverfügungstellung des Steelbooks. Danke, 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 danke. Und jetzt gleich gibt es nach dem Intro das Unboxing natürlich für alle Leute, die sich das Steelbook noch nicht geholt haben oder die 4K-Variante, die normale 2D Blu-ray oder die DVD, um zum Beispiel zu sehen, was auf der Rückseite ist, ne? Und dann geht es danach mit der Analyse weiter. Also viel Spaß! Haben wir das gute Stück, das Steelbook von Ant-Man and the Wasp. Und man kann ja direkt schon erkennen, vorne scheint Evangeline Lilly als The Wasp drauf zu sein. Die Reihenfolge, in der sie anscheinend sich fortbewegt oder beziehungsweise in der sie schrumpft, besser gesagt, geht so rum, so rum, so rum und dann fliegt sie da weg, zack. Das wird wahrscheinlich auf dem Steelbook jetzt gleich auch weitergeführt werden. Jetzt ist dieses Steelbook auch schon im Handel, zusammen mit einer 4K Ultra HD Variante und einer normalen Blu-ray. Eine DVD gibt es glaube ich auch noch, aber die meisten haben sicherlich Full HD Geräte oder 4K zu Hause. Also schauen wir doch direkt mal rein, beziehungsweise bevor das Messerchen hier zum Einsatz kommt, gucken wir noch mal kurz auf die Rückseite, wie die so gestaltet ist. Hier sehen wir oben ein paar Szenenbilder, sehr schick. Dann, was alles auf den verschiedenen Discs drauf ist, zum Beispiel die Extras, die auf der 2D Blu-ray drauf sind, die Featurettes, zusätzliche Szenen, Pannen vom Dreh und Audiokommentar. Ist jetzt nichts Großartiges Neues, klingt auch nach ein bisschen wenig, gucke ich mir später natürlich an. Die technischen Details, was haben wir denn hier? Auf beiden Scheiben, das gilt für beide, haben wir 1080p bei 239:1, 16:9, also schwarze Balken oben und unten. Wenn es Vollbild wäre, würde da wahrscheinlich irgendwas stehen von wegen 1:78:1. Bei 2 irgendwas zu 1 kann man immer davon ausgehen, dass man CinemaScope hat. Bei der Audiotonspur haben wir auf beiden Scheiben DTS-HD Master Audio 7.1 Englisch und Dolby Digital Plus 7.1 Deutsch und Französisch. Als Untertitel sind ein bisschen mehr darauf als die Audiotonspuren Deutsch, Englisch für Hörgeschädigte, Französisch, Niederländisch, Dänisch, Schwedisch, Norwegisch und Finnisch. Da hat sich Disney ja wieder mal einige Sprachen auf die Discs aufgemacht. Und jetzt ist aber der große Moment gekommen. Das Messerchen kommt raus. Wir schneiden es mal hier so ein bisschen auf und dann schauen wir doch mal rein. Man kann sicherlich erwarten, dass hinten Ant-Man drauf sein wird. Ich gehe auch jetzt mal davon aus, dass es so ist. Und guck, es geht genauso wie auf dem Pappschuber hier weiter. Da ist sie ganz klein, fliegt weg von groß nach klein. Sieht eigentlich ganz cool aus. Die Wabenstruktur ist am Reflektieren, wie man das erkennen kann. Leider ist keine einzige dieser Wasp-Figuren geprägt. Also wir haben hier ein komplett planes Cover. Aber an sich sieht es eigentlich schon ganz schick aus. Schöne Reflexionen, also auf eurem Regal oder wo auch immer ihr eure Steelbooks habt, schön beleuchten. Drehen wir das Ganze jetzt mal um und oh, da haben wir Ant-Man. Und es sieht so aus, als würde es von klein nach groß gehen. Aus einer gehockten Position, wenn man hier das gut erkennen kann, wird er immer größer und es sieht so aus, als will er loslaufen. Sieht auch ganz geil aus. Kann man echt nichts gegen sagen, finde ich. Geprägt wäre das Ganze natürlich noch ein bisschen schicker, aber man kann ja nicht alles haben. Dennoch, eine Prägung wäre schöner gewesen. So, die Wabenstruktur ist natürlich trotzdem nice. Öffnen wir das Ganze mal, gucken mal, ist da Werbung vielleicht drin oder so? Nö, nein, nix. Einfach nur wieder die sehr plump gestalteten Ant-Man and the Wasp Blu-rays. Einmal die 2D-Variante und die 3D ist direkt dahinter. Dann machen wir das Ganze mal weg. Hier kennt man ja schon Ant-Man in dem hinteren Bild. Und auf der anderen Seite haben wir wahrscheinlich The Wasp. Na, das sieht doch eigentlich recht cool aus. Wenn ich jetzt so gucke, in echt und jetzt hier auf dem Bildschirm, wo ich das Ganze aufnehme, es ist heller auf dem Bildschirm, als es in echt ist. Also denkt jetzt nicht, es wäre irgendwie richtig schön krass beleuchtet, richtig perfekt. Also es ist in echt ein bisschen dunkler gehalten, sieht aber dennoch ziemlich cool aus, wie ich finde.
Gut, dann habt ihr jetzt das Steelbook gesehen von vorne und von hinten. Das Disk Design ist natürlich wieder leider nicht so schick geworden, wie ich finde. Aber ansonsten finde ich, kann man nicht meckern, was das Ganze angeht. Und jetzt gucke ich mir mal die ganzen Extras an. Wie ist die Bildqualität? Tonqualität haben wir hier eine Hybridversion, die ab und zu zwischen IMAX-Format und CinemaScope wechselt, was ja Disney teilweise gar nicht so wirklich angibt. Und dann geht es jetzt gleich in ein paar Sekunden mit der Analyse weiter. Gut, und jetzt geht es direkt weiter mit der Analyse und zwar mit der Bildqualität. Und diese ist recht in Ordnung geworden, wie ich finde. Es ist jetzt nicht Referenzniveau. Die Schärfe ist gar nicht mal so schlecht, besonders bei hellen Bildverhältnissen. Wenn es etwas dunkler wird, saufen mal hier und da ein paar Details ab. Es hält sich aber immer noch im Grenzen, genau wie das Filmkorn. Es ist vorhanden, stört aber über den Gesamteindruck gesehen jetzt nicht ganz so dolle. Trotzdem finde ich es ein bisschen negativ, weil Disney Marvel benutzt ja auch ziemlich häufig computergenerierte Hintergründe bzw. Blue und auch Greenscreen, wie man später auch bei den Extras sehen kann, bzw. wie ihr das bei den Extras sehen werdet. Und da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen können. Farbenfroh ist das Ganze einigermaßen auch, besonders wenn es in die Quantum-Ebene reingeht. Ansonsten ist das Bild relativ neutral, auch von den Farben her gesehen. Bei der Tonspur ist es so, wie bei vielen Dolby Digital 7.1 Varianten von Disney, dass diese eigentlich recht ausgewogen abgemischt wurden, beziehungsweise sollte man das denken. Hier ist es ein bisschen anders. Es ist zwar alles klar verständlich und die Musik kann man auch recht gut hören, beziehungsweise Surround-Effekte lassen sich auch wahrnehmen, allerdings ist der Center, wo die Stimmen rauskommen, ein bisschen zu hoch aufgedreht für meinen Geschmack und da musste ich dann sogar ein bisschen runterregeln bei meinem AV-Receiver. Wie sich das jetzt bei Soundbars zum Beispiel verhält oder auch bei normalen Stereo-Lautsprechern, wenn man jetzt einen Fernseher benutzt, komplett ohne externe Hilfsmittel, was die Audioqualität angeht. Ist es vielleicht sogar ein bisschen übersteuert, könnte ich mir vorstellen, und die Effekte könnten untergehen. Bei der DTS HD Englisch Tonspur ist es natürlich ein bisschen anders. Die Stimmen sind homogener, weil sie eben nicht noch nachträglich draufgelegt wurden. Dafür ist die Musik ein bisschen dort zu leise abgemischt, aber Effektgewitter ist dafür mehr zu vernehmen. Was die Extras angeht, ja, da habe ich ja gerade schon gesagt, man sieht in sehr vielen Featurettes, die ungefähr knapp 24 Minuten gehen, schon wirklich einiges von der Produktion, was relativ interessant und vor allem lustig auch gehalten ist. Man sieht viele Blue- bzw. Greenscreens, wo ich von Anfang an gedacht habe, so, ja, okay, da könnte jetzt einer sein, aber es gibt auch Sequenzen, da habe ich mich schon gewundert, dass da ein Blue- bzw. Greenscreen verwendet wurde. Ist schon recht interessant anzusehen. Zwar inhaltlich an sich jetzt nicht viel Neues, aber trotzdem durch diesen Witz, der da häufig reingebracht wurde, hauptsächlich durch Paul Rudd beispielsweise, der ständig irgendeinen Spruch auf Lager hatte, ist das Ganze schon sehr interessant geworden. Und ja, mit einer Gesamtlaufzeit, wenn man jetzt noch so die entfallenen Szenen und so ein paar Outtakes mit einrechnet, kommen wir hier auf ungefähr 30 Minuten Laufzeit. Was den Film selbst angeht, nun ja, da habe ich ja schon eigentlich eine recht ausführliche Review zu gemacht. Könnt ihr auch gerne in meinem Kanal nochmal gucken oder jetzt einfach über mir auch eingeblendet. Aber für einen Film, der direkt nach Avengers Infinity War kommt, ist es natürlich schwer, die Erwartungen zu erfüllen, beziehungsweise die hohen Erwartungen möglicherweise zu erfüllen. Aber auf einem Niveau mit Ant-Man 1, ja, kann man ihn eigentlich schon einstufen. Er ist vielleicht ein bisschen darunter. Vieles wiederholt sich natürlich. Es ist immer noch witzig, actionreich auch noch. Der 3D-Effekt ist auch immer noch in Ordnung. Und ja, die ganze Pace stimmt eigentlich auch meistens. Woran es hier aber hapert, ist der Bösewicht, beziehungsweise ja, das war Marvels Stärke ja noch nie so wirklich, beziehungsweise Disney Marvel. Denn viele Bösewichte aus Marvel Comics oder auch anderen Comics sind ja häufig auch dazu konzipiert, über mehrere Episoden zu erscheinen und den Gegner häufiger zu belästigen. Das ist jetzt in dem Film natürlich teilweise ein bisschen schwierig, denn man will ja immer was Neues haben. Also hat man relativ schwache Bösewichte häufig eingesetzt, die dann auch meistens nicht mehr als einen Film überleben. Hier ist es jetzt noch ein bisschen schwächer, finde ich, denn man hat hier nicht so wirklich einen Bösewicht. Aber
Der Film ist generell immer noch sehr unterhaltsam und in Ordnung. Kommen wir also jetzt zu den positiven Aspekten des Gesamtpakets, also vom Steelbook und allem möglichen von Ant-Man and the Wasp. Da haben wir, dass das Design dieses Steelbooks ja schon an sich ziemlich cool aussieht, von hinten wie auch von vorne. Diese Wabenstruktur hier drumherum ist schon ganz nice, wie ich finde. Nur der Titel könnte ja auch mal so langsam wieder auf dem Steelbook drauf sein. Bei Thor Tag der Entscheidung ist es, glaube ich, zum ersten und einzigen Mal wirklich als Titel drauf gewesen. Das hätte Disney doch auch beibehalten können. Im Star Wars Universum ist es zum Beispiel auch bei Rogue One, A Star Wars Story, so gewesen. Vielleicht hat man hier ein bisschen experimentiert, sah aber eigentlich nicht so schlecht aus. Aber trotzdem, hiermit kann man sich definitiv auch arrangieren. Ja, das Disc-Design kommt gleich auf die negative Bewertungsschiene drauf. Da lässt sich ja jetzt leider nicht streiten, dass es ziemlich hässlich ist. Zeige ich euch auch gleich nochmal. Aber weiter geht's natürlich mit der Bildqualität, denn diese ist wirklich wieder sehr gut geworden. Das macht Disney ja häufig exzellent. In hellen Sequenzen möchte ich aber hier nochmal betonen, denn bei dunklen Szenen saufen Details vielleicht ein bisschen ab. Ist jetzt nicht so unbedingt der Rede wert, aber man muss ja auch etwas Negatives finden, woran man noch Verbesserungspotenzial sieht. Und es gibt auch das ein oder andere Filmkorn. Der 3D-Effekt, ja, für eine Konvertierung ist er wirklich sehr gut geworden. Recht wenige Pop-Outs, dafür eine recht ordentliche Tiefe, kann man schon nicht meckern. Ja, die Stimmen habe ich ja vorhin schon gesagt. Der Center ist vielleicht ein bisschen zu gut abgemischt. Ansonsten ist das bei Dolby Digital Plus 7.1 wirklich alles 1A zu verstehen. Auch von den Effekten und der Musik her. Und die Extras, auch wenn sie nicht für so viel Neues bilden, sind sie mit einer gehörigen Portion Humor sehr gut gewürzt worden und dadurch auch sehr interessant anzuschauen. Auf der negativen Seite haben wir, wie ich ja gerade schon gesagt habe, das Disc-Design, das Disney wahrscheinlich bei den Marvel-Filmen nicht mehr so wirklich ändern wird, habe ich zumindest den Eindruck. Bei diesen anderen Filmen, wo das Disney-Schloss am Anfang kommt, statt des Marvel-Logos oder auch des Lucasfilm-Logos, hat man ja auch ein schönes Design reingemacht, wobei selbst bei Star Wars Blu-rays ist ja hier wirklich ein Design bzw. ein Aufdruck auf den Dingern und nicht nur ganz normal dieser Titel auf blauem Hintergrund. Muss man sich auch wieder dran gewöhnen. Okay, irgendwann werde ich es wahrscheinlich nicht mehr abziehen, aber jetzt immer noch kein Titel auf dem Steelbook. Ja, das ist auch noch drauf. Ich finde es einfach sehr viel schöner, auch wenn man meistens schon direkt erkennt, um welchen Film es sich handelt. Und ja, bei der Bildqualität habe ich ja gerade schon gesagt, Details saufen ein bisschen ab bei dunklen Sequenzen, ist jetzt aber nicht so großartig der Rede wert. Leichtes Filmkorn ist mit drin, die Tonspur, ja, der Center bzw. die Stimmen sind lustigerweise zu laut abgemischt, habe ich ja gerade auch schon gesagt. Das könnte ein bisschen zu Problemen führen, wenn ihr normal mit Fernsehboxen hört oder vielleicht auch eine Soundbar benutzt, dass der Ton möglicherweise zu sehr übersteuert und sich das dann so ein bisschen quietschend anhört. Das kennt ihr ja vielleicht, wenn ihr eure TV-Boxen zu laut aufdreht. Ansonsten, ja, kann man jetzt großartig so nichts mehr Schlechtes sagen. Der Film ist natürlich Geschmackssache, deswegen, ich habe dem Film ja eine 7 von 10 gegeben in der reinen Filmbewertung und dann gucken wir doch mal, was ich dem Gesamtpaket jetzt gebe. Gut, eine 7 von 10 für den reinen Film. Ich denke, das ist in Ordnung und ja, ein paar Schwächen leistet sich die Blu-ray auch, deswegen gebe ich jetzt aber auf jeden Fall keinen Abzug, sondern packe einen halben Punkt drauf. Also haben wir hier eine Gesamtpunktzahl von recht guten 7,5 von 10 Punkten. Und jetzt wünsche ich euch natürlich ganz viel Spaß, entweder mit diesem Steelbook hier von Ant-Man and the Wasp oder auch der normalen Emery 2D Blu-ray, der 4K Ultra HD Variante mit 2D Blu-ray dabei oder auch der ganz klassischen DVD und bedanke mich herzlichst fürs Einschalten. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen und natürlich auch, wenn ihr den Kanal abonniert, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Klickt dazu einfach hier auf 2T, was neben mir erschienen ist, und schon seid ihr mit dabei. Also, ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit am Start seid. Macht es gut, Leute. Bye, bye.